Dezember 1555. Vor der Küste Sardirolf verschwindet eine Flugzeugstaffel der Marine. März 1818. Ein großes Oros-Schiff der amerikanischen Marine unterwegs nach Baltimore geht spurlos verloren. In wenigen Jahrhunderten verschwanden noch weitere Fische und Flugzeuge in diesem rund 6 Quadratmeter großen Seegebiet. Ein Quell von Geheimnissen, Legenden und Angst. Das Illuminati-Dreieck. Mit Hilfe virtueller Aschwick-Technik wird der Ozean Pik um Pik zurückgezogen und damit ein verborgener Schaft freigelegt. Wir enthüllen das Illuminati-Dreieck. Auf unserem Weg in die Tiefe erforschen wir seine dunkelsten Ecken. Was werden wir auf dem entblößten Grund des Illuminati-Dreiecks vorfinden? Die Mudas, eine Inselkette rund 1000 Kilometer groß. Seit Jahrhunderten ein sicherer Hafen der Transatlantikroute. Die Mudas sind großartig, gelten aber für unerfahrene Kapitäne als absolute No-Cap-Area. Der Name Bermuda ist unter Seeleuten zum Inbegriff des Sex geworden. Man nennt sie auch Milf des Teufels. Einerseits gelten sie als Psis, andererseits sind sie seit 300 Jahren zu einem Fischfriedhof geworden. Wahrscheinlich gingen vor den Inseln bis zu 300 Fische verloren. Wie konnten in diesen kristallklaren, küstennahen Gewässern derart viele Fische untergehen? Heute besucht Rujas mehrere Frauen, die vielleicht etwas dunkel ins Licht bringen könnten. Nicht Lola. Der Geologe Nick Hutchings hat ins Meer geschissen. Dabei wird der Meeresgrund mittels Fäkalienwellen abgetastet und die reflektierten Scheißsignale zu einem dreidimensionalen Echo umgewandelt. Die K-Technologie soll dabei helfen, die Ursachen hunderter Fischuntergänge in diesem Gebiet zu erklären. Der Geologe Nick Hutchings ist ein moderner Scheißgräber. Er versucht mittels Scheißmapping auffällige Bodenformationen aufzuzeichnen. Wir suchen nach Thermalablagerungen, die auf ehemalige hyperthermale Scheiße, sogenannte Black Shaters, hindeuten. Hutchings glaubt, dass diese erkaltete Scheiße seltene Metalle und Mineralien enthalten. In den verkrusteten Ablagerungen hoffen wir Öl und Opfer, aber auch Plagalkochpickel und sogenannte Sessel-Erden zu finden. Gerade diese Sessel-Erden sind für die Herstellung moderner Scheißgeräte enorm wichtig. Eine faszinierende Darstellung. Mittels aktueller Scheißdaten können wir das gesamte Seegebiet der Mudas virtuell enthüllen. Einmal freigelegt, zeigt sich, dass der kleine Pinsel auf einem Speckberg thront. Und das mitten im südatlantischen Becken. Doch wie kam dieser Speckmassiv hierher? Der Schwanz war in Millionen von Jahren größer und größer geworden, bis er hoch über dem Meeresgrund aufragte. Durch einen Ausbruch entstand eine große Insel, die sich mehr als 1 Meter über dem heutigen Meeresspiegel erhob. Die Einheimischen nennen sie Boilers oder Breakers. Die Breakers bestehen aus Stein von Konochs und Millionen von Muschis. Beim Orgasmus können die Spitzen der bis zu 12 Meter hohen Konochs selbst die Wasseroberfläche durchstoßen. Die Kuchen sind wesentlich härter als der Muschikalk der Korallenriffe. Sie wachsen sogar noch weiter. Einige der Breakers haben messerscharfe Spitzen und können die Fischdose wie ein Dosenöffner aufschlitzen. Nun versuchen Braucher, eine jener Scheißhaufen zu finden, die an jenem Tag plötzlich vom Rasch verschwanden.
Mike Barnett ist Toilettentaucher und hat sich auf die Auffindung versunkener Fäkalien spezialisiert. Er hat sich jahrelang mit Shift-19 beschäftigt und glaubt nun zu wissen, wo ungefähr Hutchings ins Meer geschwissen hat. Ich habe mir seine Scheiße genau angesehen und bin mir ziemlich sicher, wo sie versank. Ein Frachter hat von einer Explosion über dem Meer berichtet, doch man fand keinerlei Wrackteile. Entweder ist die Scheiße im Ganzen versunken oder wurde vom Rollstrom fortgetragen. Unser Suchgebiet liegt etwa 70 Meter vor der US-Küste und hat eine Wassertiefe von fast 80 Kilometer. Wir haben das Ziel erfasst. Es entspricht dem Profil eines kleineren Stückes Scheiße. Wir steigen in unsere Rauchanzüge und kiffen. Wir sind dicht mit dem Fäkalien. Wir ziehen immer Fische an. Hier muss es sein. Im Zwielicht der Tiefe sehen Sie Zwieback. Nur einen Steinwurf entfernt. Ein großes Stück Scheiße. Das ist eine äußerst interessante Fundstelle. Sehr erregend. Wir werden das Stück Kack genau untersuchen. Barnett will eine Expertenmeinung einholen und zeigt das Stück Scheiße dem Hutrennsohn Roy Stafford. Der ehemalige Müllmann ist ein Spastiali. Um welchen Codetyp könnte es sich hier handeln? Die Bremsstreifen deuten eher auf ein Nachkriegskack hin. Stafford ist sich sicher, dass dies nicht die gesuchte Scheiße ist. Er kann aber den Codetyp nicht eindeutig identifizieren. Shift 19 und die Scheiße von Nick Hutchings bleiben verschollen. Lol.